Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal drei Tipps und Tricks der Galerie an eurem Samsung Galaxy S23 Ultra zeigen. Wir können nämlich hergehen, wir öffnen mal die Galerie und nehmen jetzt mal ein Bild, welches wir bearbeiten möchten. In diesem Falle mal dieses Bild. Hier haben wir jetzt, Püppi hat ja ein Bier in der Hand, du bist ein Kaffee. Jetzt hat aber doch der Arzt Püppi verboten, ein Bier zu trinken. Also können wir jetzt hergehen und gehen unten auf den Stift, dann auf die drei Punkte und haben jetzt hier den Objektradierer. Jetzt können wir nämlich dieses Bier einfach aus dem Foto löschen. Zack, schon hat Püppi kein Bier mehr in der Hand. Das gleiche gilt jetzt auch für meinen Kaffee. Den kann ich hier markieren und kann den auch löschen. Zack. Und jetzt speichere ich dieses Bild und wir haben kein Bier und kein Kaffee mehr in der Hand. Dieses Bild blende ich euch jetzt mal eben ein. Tja, sieht ja irgendwie ganz witzig aus. Aber wir wollen dieses Bild nicht so lassen, wie es jetzt ist. Jetzt können wir wieder auf den Stift gehen und gehen oben einfach auf Zurücksetzen und auf Original zurücksetzen. Und schon haben wir das Bild wieder so, wie es im Ursprungszustand war. Jetzt kommt Trick Nummer 2. Ich möchte hier zum Beispiel Püppi und mich aus diesem Foto ausschneiden, damit ich uns in ein neues Foto einfügen kann. Jetzt kann ich nämlich hergehen, markiere die Objekte, die hier ausgeschnitten werden sollen. In dem Fall gehe ich jetzt hier auf Püppi, gehe einfach drauf und kann uns beide jetzt hier einfach herausschneiden. Dann gehe ich oben als Bild speichern auf den Button und schon ist dieses Bild gespeichert. Und das können wir uns jetzt auch einmal anschauen. Und zwar von der Qualität her, machen wir das mal ein bisschen größer, schaue ich mir mal meine Falten am Auge an. Die sind gestochen scharf zu erkennen. Auch dieses Bild blende ich euch jetzt mal eben ein. Tja, das sieht ja doch schon irgendwie witzig aus. Aber ich komme jetzt mal zu Trick Nummer 3. Wir öffnen wieder die Galerie und nehmen jetzt mal ein Video. Hier zum Beispiel ein Video, wo die Mädels in einer Indoor-Halle sind, in so einer Trampolinhalle, und hier legt Linda einen Ast reinen Flickflack hin. Jetzt stellen wir uns aber mal die Situation vor, wir sind zum Beispiel Sportlehrer und möchten jetzt für eine Schulklasse eine Präsentation starten. Das heißt, wir markieren uns jetzt den Bereich, wie man zum Beispiel richtig abspringt. Nehmen wir einfach mal diese Passage. Wir wollen Linda jetzt aus diesem Bild herausschneiden, um Linda in eine Präsentation einfügen zu können. Wir können jetzt hergehen und markieren Linda hier komplett und können Linda jetzt, hier seht ihr das, aus diesem Bild herausschneiden. Auch hier wieder als Bild speichern. Und jetzt können wir uns hier Linda genau anschauen und dieses Objekt, in diesem Falle, wie gesagt, Linda, in eine Präsentation einfügen zu können. Tja, das waren unsere drei Tricks und Tipps zur Galerie am Samsung Galaxy S23 Ultra. Ich hoffe, ich konnte euch hier was Neues zeigen. Wenn ja, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.